Hallo meine lieben Schweißtechnik-Freunde, willkommen im HDW-Schweißshop. Ich glaube, das war bis jetzt die härteste Aufgabe, die ich je hatte, die ich mit Wigschweißen lösen wollte. Das sind Chromnickel-Stahlbleche, das ist übrigens eine Brennkammer von einem Düsenantrieb, das habe ich zugeschickt bekommen, da hat mich jemand darum gebeten, Igor, kannst du uns das bitte schweißen? Die haben schon einige Versuche gemacht, das ist denen leider nicht gelungen. Man sieht, das Ganze hat sich verzogen, durchgebrannt, zu großer Aufbau, also war bis jetzt nicht möglich. Ich habe hierzu eine Wig-Spot-Funktion genutzt, denn das mit Wig-Schweiß ist schon eine Herausforderung. Das ist eigentlich schon eine Aufgabe 04er, 05er Blech vom Nickelstahl für eine Laseranlage. Ich wollte es trotzdem wissen, habe es ausprobiert und es ist mir gelungen, denn ich habe mit dem jungen Mann gerade eben telefoniert, der das Ganze in diesen Eintrieb einbauen wird, und er sagt, das ist eine der schönsten Brennkammern, die er bis jetzt gesehen hat. Da war ich doch froh, weil ich mir gedacht habe, hier ist doch leichter Verzug, könnte ein Problem sein. Nein, das wird eingebaut und erprobt. So, jetzt für euch, wenn ihr 04er, 05er Chromnickelstahlbleche schweißen wollt mit WIG, ihr werdet an so einer Spotmatic-Funktion nicht drumherum kommen. Die macht nämlich nichts anderes wie für einen kurzen Moment eine gewisse Energie abgeben. Ich habe heute mit einer Tetrix 230 AC-DC gearbeitet, habe meine Spotmatic drin und bin im Bereich 40 bis 70 Ampere gewandert. Jetzt wird der eine oder andere sagen, 40 bis 70 Ampere, bist du wahnsinnig, da brennst du sofort durch. Ja schon, aber nicht, wenn wir hier 20 Millisekunden einstellen. Dann kannst du ganz kurz, bam, und dann sitzt das Ganze. Es gab ein paar Stellen, die waren knifflig. Da hatte ich etwas mehr Materialstärke an ein Bodenblech mit 04er Blechen. Da bist du sofort durch, wenn du nicht richtig aufpasst. Wie bin ich vorgegangen? Ich habe mir hier einen Zusatz genommen. Das hier ist Chromnickelstahlzusatz. Das sind Chromnickelstahlbleche in Stärke 0,8. Meinen Brenner in die Hand genommen, Spotmatic gestartet und dann passiert Folgendes. Du berührst mit der Wolframelektrode das Werkstück, ziehst hoch und dann kommt der Impuls. Hier ist es wichtig, wenn du punktgenau möglichst eine schöne Aufschmelzung erreichen willst, musst du ganz nah bleiben. Du musst eigentlich mit einem Mikroskop arbeiten. Ich bin da teilweise vielleicht einen Millimeter hochgegangen, wenn nicht einen halben Millimeter. War sehr knifflig, aber es hat geklappt. Für euch gibt es jetzt die Zeitraffe, wie das Ganze entstanden ist. Thank you.
extrem dünne Chromnickel-Stahlbleche, 0,45 habe ich gemessen. Ich gehe schwer davon aus, dass es 0,5er Blech, sehr filigran, sehr klein, sehr temperaturempfindlich. Wie können wir das schweißen? Eigentlich ist das schon eine Aufgabe zum Laserschweißen, aber ich habe mir gedacht, Wigschweißen geht auch mit dieser Spotmatik, von der ich immer predige. Die macht es halt ein bisschen möglich. Also habe ich mich an die ganze Sache rangemacht. Habe zuerst das defekte Bauteil, an dem ich üben konnte, in die Hand genommen. Man sieht dort, dass da schon eine gewisse Temperatureinwirkung war. Das Ganze hat sich verformt. Also habe ich da meine ersten Gehversuche gemacht, habe meine Spotmatic-Funktion an der Tetrix eingestellt. Zwischen 40 bis 70 Ampere habe ich mich bewegt und habe so die ersten Versuche gemacht. Und siehe da, es hat geklappt. Also konnte ich mich jetzt an das eigentliche Bauteil ranmachen. Wo waren hier die Schwierigkeiten? Die Schwierigkeiten waren, hier sind diverse Einlässe, die sind etwas dicker und die kommen in den Boden, der etwas dünner ist. Das heißt, wenn du da so einen Spot abgibst, bist du schnell durch, hast du schnell ein Loch reingebrannt. Also Zusatz in die Nähe. Ich habe heute 0,8er Zusatz verwendet und dann den Spot abgeben. Eigentlich easy, aber doch nicht so einfach. Man muss hier mit der Temperatur sehr vorsichtig arbeiten. Das hier ist übrigens ein Teil von so einem Düsenantrieb. Ja, zum Schluss kann man sehen, wo sowas später eingebaut wird. Und meine lieben Schweißtechnik-Freunde, ich hoffe, auch diese Tipps bringe ich euch weiter. Ich habe euch lieb, bis dahin, ciao!